Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. So, wir haben momentan ein bisschen Probleme mit den werten Einwohnern. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Neuroimplantate mehr. Dass wir wenigstens mal die Grundversorgung so ein bisschen herstellen können. Obwohl, da haben wir 67. Objektprofil wird aktualisiert. Objektprofil wird aktualisiert. Das ist ausreichend. Die müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen aufstocken. Ist nur die Frage, wo wir das hier machen. Weil ich weiß nicht, ob wir noch genügend Molybdän haben. Transferu. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja. Warnung. Menschliche Ressourcen ungenügend. Jetzt wird's echt kritisch. Ein bisschen Mist gebaut. Hey, du expandierst tatsächlich. Hoffentlich ist dann in meiner Niederlassung in diesem Sektor mehr los. Ja, erstmal ganz schnell darum kümmern hier und dann nützt ja nichts. So, Molybdänmine. Volle Kraft voraus. Mist, haben wir noch gar nicht eingenommen. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Komm rein und chill eine Runde. Die Waren sind unterwegs. Vielen Dank. Na komm, Chef. Hau rein hier. Sonst haben wir echt gleich ein Problem. Genau das habe ich nämlich geahnt. Wir haben zu schnell umgesiedelt und ich habe total vergessen, dass wir ja eine kleine Stadt wenigstens dafür brauchen. Wir brauchen ganz schnell Rinderfarmen. Verdammt, wo sind die? Da. Warnung. Einstellen weiterer Arbeitskräfte empfohlen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So. Warnung. Energienetz überladen. Das haben wir. Luxuskosten sind wir nur noch 37 im Minus. So, wie sieht's aus? Fleisch haben wir genug, Wein haben wir auch noch. Da können wir aber durchaus nochmal eine hinsetzen. Die
die haben wir. So, Luxuskost. Ach, hier haben wir auch noch Sojafarm. Das ist gar nicht so übel. So, jetzt haben wir keinen Strom. Was ist denn jetzt los? Puh. Ja, die laufen wieder. Dann kümmern wir uns gleich erstmal um die Fruchtsäfte. Ich weiß nicht, warum wir jetzt keinen Strom haben. Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Das scheint jetzt wieder anzulaufen. Meine Preise sind so. Es ist mir immer ein Vergnügen. Ja, dann checken wir das mal eben mit dem Strom. Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Wenn Sie handeln möchten, finden Sie mich hier. Warum ist der Strom weg? Ist doch genügend Strom vorhanden. Da ist genug hin. Sortiere Daten. Ja, müssen wir Strom wohl doch noch mal ein bisschen anziehen. Huch, nein. Das sieht alles noch ganz gut aus. So, kann wieder weitergehen. Kleine Unterbrechung. Strom. Verbindung wird hergestellt. Ich weiß nicht, was das mit dem Strom war. Dame plus 38. Wir brauchen aber noch ein paar bionische Erweiterungen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Fruchtsäfte. Wie sieht das denn hier aus? Früchte haben wir genug. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, das ist uns schon bewusst. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Junge, Junge, der kann uns aber auch nerven. Klar, lass dir Zeit. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es läuft.
das haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein paar Früchte. Ich denke mal, zwei reichen erstmal. Ja, dürfte hinkommen. Oder auch nicht. So. Das haben wir. Sortiere Daten. Wieso haben wir denn da oben schon wieder keinen Strom mehr? Und 4000 Energie brauchen wir da auch nicht, denke ich. Sortiere Daten. Neue Transferroute. Verbindung wird hergestellt. Cool, du bist auch hier. Dann kannst du ja mal in meinem Lager vorbeikommen, wenn du magst. So, wo ist unser Schiffchen? Da. Roger. Von allen Eisklumpen hier draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden. Toben Sie sich aus. Ich setze vollstes Vertrauen in Sie. Das will ich auch hoffen. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Naja, das ist ja jetzt das kleinste Problem, Replikatoren. So. Molybden haben wir dann erstmal. Dann machen wir hier noch eine Arbeitskraftwartung. Ja, langsam ziehen die Leute auch wieder ein. Haben wir gerade noch so die Kurve gekriegt. So, ich würde fast sagen, na, hier nicht unbedingt. Obwohl, ja doch hier, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Petrochemikalien haben wir auch noch genug. Bin ich echt beruhigt, dass wir die Kurve gekriegt haben. Denn sobald jetzt die werten Neuromodule hier wieder runtergehen, dann wird das Ganze, denke ich, auch alles wieder, ja, anlaufen. So. Keine Energie? Raumhafen ist nicht hoch genug. Mist, da hätten wir uns mal drum kümmern sollen. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Warnung: Energiemangel.
Ja, das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Und jetzt haben wir nämlich wieder ein Problem. Nur zu. Die Probleme nehmen auch nicht ab. So, Achtung, Strom Mangel haben an Transportern beeinträchtigt Produktion. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Wo haben wir denn jetzt angefangen zu bauen? Ach ja, hier. So. Warnung, Energiebedarf nicht länger deckbar. Das müsste jetzt theoretisch eigentlich runtergehen. Arbeitskräfte haben wir. So, was brauchen wir? Fusionsenergiezellen. Verbunden. Die können wir einmal stoppen. Dann können wir nämlich die Fusionsenergiezellen hier einmal maximieren. Sortiere Daten. Dann können wir den Raumhafen nämlich ausbauen. Sortiere Daten. Und dann jagen wir den Strom hier rüber und dann müsste das eigentlich, ja, reichen, würde ich sagen. Oh.